Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Sims 4, das Verlobungskonflikt. Ja, alle sind am Schlafen und in der letzten Folge wurden beide sogar, glaube ich, befördert und müssen natürlich jetzt dementsprechend wieder Dinge erledigt haben. Er muss Charisma auf Stufe 4 und sie muss Robotik auf Stufe 4 und der kleine Mirko ist zu einem Kleinkind herangewachsen. Wir haben seine Outfits überarbeitet und ja, im Prinzip läuft eigentlich, glaube ich, alles soweit ganz gut, muss ich sagen. Und was will man mehr, ne? Außer, dass man vielleicht mal ein gescheites Frühstück herzaubern könnte. Ich würde gerne, bevor er seine Windel benutzt, wie schön, dass sie sich da einfach dazu setzt. Wie schön. Ach ja, wunderschön. Was ist jetzt mit dir? Okay. Nee, ich glaube, das will ich eigentlich noch nicht. Wir sollen jetzt erstmal gucken, dass sie das hier auf die Reihe kriegen. Mirko kann jetzt das Töpfchen benutzen. Das ist doch sehr schön. Dein Ernst jetzt? Die kann jetzt nicht duschen. Oh Mann, ihr seid echt wirklich einfach unglaublich. Aber das dauert auch immer so ewig, bis der mal hier. Zum Dings kommt. So, dann können wir den eigentlich mal baden. Wenn denn der Adam das da auch mal möchte. Och man, Adam. Schau dir gleich ein paar Euro runter. Wann musst du denn eigentlich zur Arbeit? Erst in 50 Minuten. Das heißt, da kannst du locker den Kleinen waschen. So, wie sieht's aus? Ja, dem geht's gut. Wie wär's, wenn du in der Zwischenzeit unter Umständen mal Frühstück zubereitest? Vielleicht ein paar Pfannkuchen? Damit der kleine Mann nämlich auch hier auch was zu futtern bekommt. Und du könntest dich eigentlich mal allgemein frisch machen. Du bist der Einzige, der hier noch rumtrödelt. Ja, apropos rumtrödeln, auch Kathi kann das. Also mir wird es wehtun, wenn ich durch den Kühlschrank hier in dem Teig rumrühren müsste. Was machst du bitte? Spielen. Komm, lass den mal in Ruhe. Wir werden natürlich wieder von zu Hause aus arbeiten. Das finde ich richtig genial an diesen Karrieren, wo man entscheiden kann, ob man von zu Hause aus arbeiten will oder nicht. Weil dann kann man trotzdem, trotz Kind, halt eben von zu Hause aus arbeiten, ne? So, und du darfst dir jetzt gerne auch hier einen Pfannkuchen benutzen. Die sind sogar, glaube ich, ausgezeichnet, ja. So, ich weiß zwar noch nicht, was wir alles so treiben. Was willst du denn jetzt von ihm? Er hat schon. Sie will ihm jetzt schon wieder auf den Senkel gehen. So, sehr schön. Wie wäre es, wenn du vielleicht mal ein bisschen stapeln gehst? So,
Genau, demnächst findet ja auch das Verlobungsessen statt. Und wir haben wieder 3000 Simoleons zusammengekriegt und irgendwie sind meine Pflanzen eingegangen. Das müsste ich eigentlich mal wieder etwas in den Griff bekommen. Weil so kann ich die Sachen dann auch nun wieder nicht verkaufen. Super! Das ist wohl auch eingegangen. Das kommt davon, wenn man halt eben zu lange wartet, um sich um den Garten zu kümmern. Dann kacken halt die Pflanzen ab, würde ich mal sagen. So, an sich müsstest du eigentlich Geräte-Dingsbums. Ach nee, nicht schon wieder den Ingenieurwesenskurs. Nicht schlagen. Also was ich eigentlich sagen wollte, sind, dass wir 3000 wieder zusammen haben und dementsprechend auch wieder hier so ein paar Sachen unter Umständen dazu packen können. Mir ist nämlich eben noch aufgefallen, dass es da was Interessantes gab, was ich glaube ich eigentlich gar nicht mal so unpraktisch finde. Und zwar ist das dieses, ja, das Zelt gewesen. Das sieht doch eigentlich, glaube ich, gar nicht mal so schlecht aus, wenn ich das dahin machen würde. Vielleicht in rosa? Dann passt das auch vielleicht ein bisschen auch wiederum zu den Tischen. Und ich glaube, das machen wir auch so im Wechsel, so weiß, pink, dass alles drin ist. Und das sieht natürlich auch schön aus. So, hier am Rand. Warum können die sich eigentlich nicht genauso platzieren wie die anderen Herzchen, wenn ich die gerade so hingestellt habe? So, gibt es eigentlich noch hier eine schönere Tanzfläche? Vielleicht tatsächlich was in Pink? Auf der anderen Seite machen wir das auch. Wenn das hier bleibt weiß. Was könnte ich denn noch machen? Ich glaube, den da könnte ich hier hinstellen. Und ich glaube, es gibt auch so einen Brunnen, ne? Den ich dahin platzieren könnte. Genau. Das habe ich gemeint. Dann könnte das Teeserviette mitten hier auf dem Tisch stehen. Oder vielleicht so. Und dann als Deko könnte man dann im Zweifelsfall noch das hier dazu packen. Am besten aber in rosa, ne? Müsste ich mal gucken. Das da kann eigentlich dahin, weil mittig sieht es schon besser aus, denke ich. Ja. Glaube, das ist doch schon mal gar nicht mal so schlecht. Und dann kommt das Teeservice dahin. Und weiß nicht, bräuchten wir nicht eigentlich. Nee, weißt du was? Der kommt dahin und hier kommt dann später die Torte hin. Weil die müsste ich da eigentlich auch hinstellen können. Müsste ich mal gucken. Öffnen. Ja, die geht hier hin. Natürlich kann man die jetzt so da nicht mehr platzieren. Ist halt ein bisschen scheiße, dass das halt nicht geht. Sag mal, warum kann ich die denn jetzt nicht mehr da wegbewegen? Im Inventar platzieren. Also ich muss da extra hingurken, damit ich die da wieder wegkriegen kann. Oh Mann. Alles klar. So, die Pfannkuchen wandern auch mal in den Kühlschrank. Haben wir hier. Ich bin froh, dass du mir geraten hast, Zeit mit Eva Venkataraman zu verbringen, denn ich habe mich gut amüsiert. Sehr schön. Und den Adam freut es natürlich auch, dass seine Tipps oder so Ratschläge, die er so gibt, halt so gut ankommen.
Eigentlich könnten wir mal gucken, was sie eigentlich an Abendkleidungsstil hat. Ne? Vielleicht könnte man da dann auch noch mal was abändern für die bevorstehende Party. Kann ich das hier im Kalender machen? Nee, ich kann hier keine Outfits abändern. Das muss ich dann wahrscheinlich über den Schrank machen. Könnte man eigentlich so weit... Ach du Scheiße, was hat denn das Kind da jetzt schon wieder angestellt? Mehl und Kakao verschüttet? Da freue ich mich aber drüber. So, Abendkleidung. Ah, das ist ja ihr Hochzeitsoutfit. Das wird sie ja jetzt nicht bei der Verlobungsessen tragen. Aber ich glaube, das ist Ausgehkleidung, genau. Was ich haben möchte. Und zwar gibt es doch bestimmt ein schickes Kleid aus diesem Hochzeitspack, was nicht so sehr nach Hochzeit dann direkt aussieht. Vielleicht können wir ja auch sowas anziehen. Das sieht doch cool aus. Das sieht auch richtig schön aus. Ist auch ein schönes Kleid. Ich würde gerne irgendwas, was sie nicht alt wirken lässt oder aufträgt oder... Das sieht doch auch ganz niedlich aus. So zweifarbig sieht auch richtig schön aus, aber das gibt's glaube ich nur in einem Stil. Das ist ein bisschen zu viel für ein Verlobungsessen, wobei man kann sich ja da anziehen, wie man will. Weiß nicht, ob er sich auch irgendwie umziehen möchte. Aber das können wir nachher, wenn er nach Hause kommt von der Arbeit, auch mal überprüfen, wie da seine Kleidung so aussieht. Natürlich auch schön aus. Das ginge auch. Guck mal, voll in diesem... Das sieht auch sehr schön aus, das Kleid. Mit diesen Regenbogenfarben. Da haben sie sich richtig schön was ausgedacht. Aber so werde ich halt nie fertig, wenn ich mich auch nicht entscheiden könnte, kann. Soll halt auch noch nicht direkt nach Hochzeit aussehen. Aber das finde ich ganz nett. Also in der Farbe finde ich das auch sehr schön. Und die Schuhe würde ich, denke ich, in dem Stil halten. Oder halt dieses Creme. Man sieht ja sowieso eigentlich im Prinzip nichts, was sie da für Schuhe drunter trägt. Und dann können wir mal gucken, ob wir was an deinem... weiß nicht, ich glaube, Haare müssen wir doch nicht zusammen machen, oder? Das ist ein bisschen zu viel. Und da sieht so aus, als ob sie sich extra für den Tag was, das ist doch auch zu viel, oder? Nee, dann belassen wir das dabei. Nur das Make-up und den... Und so Schmuck würde ich vielleicht abändern. Die Lippen ein bisschen dezenter. War trotzdem ein bisschen Lipgloss oder so. Aber so sieht das Ganze doch gar nicht mal so schlecht aus.
Und die Wangen können wir ein bisschen weniger. Also weniger ist mehr, meiner Meinung nach. Also sie sieht schon richtig hübsch aus. Dann vielleicht noch ein bisschen anderer Schmuck oder vielleicht Fingernägel. Vielleicht nicht so krass. Weiß nicht, in dem Farbton finde ich das nicht so prickelnd. Vielleicht tatsächlich weiß. Und dafür aber dieses Armband da weg. Das braucht doch keiner. Ja, doch, ich finde das so schön. Vielleicht hier auf der Seite. Ansonsten würde ich das einfach so lassen. So, was hast du denn als Ausgehmöglichkeit? Du hast, also unmöglich, Adam. Und bisschen mehr Stil. Klar, ich meine, das da muss jetzt auch nicht sein, oder? Ich meine, das ist ein Yes, bisschen Pim Boy. so. Ah, Narbolanga. Das da ist ein bisschen, ich weiß auch nicht. Vielleicht so. Ach Ooh, so, das ist das very cool. gewesen. Ja, dann lassen wir das einfach so. Denke ich. Ja, komm, wir lassen das einfach so. Oh, Mann, Junge, du kannst doch aufs Töpfchen gehen, oder weißt du nicht mehr, wie der Weg dahin geht? Ich glaube, es geht los. Pfeffert der hier einfach einen fetten Furz in die Ecke? Und anscheinend hat er irgendwas gegessen, was das bunt erscheinen lässt. Ist ja eklig. Ach Mann. Wieso? Wieso bist du denn nicht aufs Töpfchen gegangen? Ja, eigentlich von Spielen habe ich hier nichts gesagt, ne? Weiß nicht, muss erst gespielt werden und dann wird gewaschen, ne? Was zum... Achso, sind wir selber die Stinken? Oh Mann, dein Ernst, du warst doch schon in der Badewanne drin. Ich weiß nicht, warum man so viel Wasser immer verschwenden muss. Mein Gott. Weißt du, dann zieht die sich schon aus, ja? Und dann rafft sie. Oh Scheiße, da sitzt mein Kind ja auf dem Klo. Wie soll der sich denn fühlen, hä? Der sitzt hier auf dem Klo, will gemütlich ein Ei legen. Und dann bist du hier die ganze Zeit rein, raus in der Badewanne. Also manchmal frage ich mich eigentlich, sind hier nur Irre am Wohnen? Ja, beschämt. Das brauchen wir jetzt auch noch. Ich glaube, jetzt brauchen wir auch keinen Kurs mehr zu stören. Oh Mann, jetzt muss sie sich auch noch. Es hat richtig gut funktioniert jetzt mit der Arbeit, ne? Was steht denn da? Bis wie viel Uhr kann ich denn? Geht das auch noch jetzt? Na, ich meine, mich hält ja nichts auf, ne? Da brauchen wir auch keinen mitnehmen. Dann kann auch niemand sagen, dass wir das wirklich waren, ne? So, da. Dann bitte Kurs.
Weil den Kack will ich hier jetzt noch abgearbeitet bekommen. Wir wollen ja schließlich unseren vollen Gehalt dafür bekommen, oder? So, aber dafür ist ja am nächsten Tag Gott sei Dank frei und die können sich voll und ganz auf das Verlobungsessen stürzen. Das wird natürlich dementsprechend halt in der nächsten Folge stattfinden. Und ja, ich hoffe, es war schön zum Zugucken. Und ihr seid das nächste Mal einfach wieder mit dabei. Jetzt kommt ja jeden Dienstag, kommt ja das Verlobungskonflikt. Ja, bis dahin, habt eine schöne Zeit und bleibt gesund. Und bis dann. Tschüss.